leidenschaftlich geführtes Spiel, in dem sich der MSV die Führung absolut verdient hat. Über 30 Minuten die aktivere Mannschaft war, mit vielen Positionswechseln und uns auch in einige Schwierigkeiten gebracht hat. Mit dem Ausgleichstor zum 1:1 hat sich aber das Spiel nicht gedreht, aber hat zumindest dazu geführt, dass es pari war. Wir haben dann die Geschichte nicht so genutzt, wie sie zu dem Zeitpunkt möglich gewesen wäre, weil ich denke schon, dass der MSV nach dem Ausgleich Wirkung gezeigt hat. Das ist auch bis Mitte zweiter Halbzeit in etwa noch gegangen. Dann hat sich für mich unverständlich mehr oder minder ein offener Schlagabtausch entwickelt, wo die Duisburger nachher noch die eine Chance am zweiten Pfosten hatten, der ganz knapp dann vorbeigeht. Wir die Möglichkeit durch Dennis Mast mit dem unterkannten Lattenschuss auch noch gehabt haben. Aber wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Punkt hier heute in Duisburg zufrieden, weil der MSV war ein sehr, sehr starker Gegner, der gut gespielt hat und wir eine gewisse Zeit gebraucht haben, um dieses Spiel so anzunehmen, wie es sein muss. Dankeschön. Ich glaube, die erste 30, 35 Minuten, glaube ich, war mit das beste Spiel. Jetzt, wenn man auch Großausbach daher nimmt, wir gehen 1:0 in Führung, müssen eigentlich versuchen nachzulegen. Haben wir es leider nicht gemacht, haben es ein bisschen versäumt. Ich glaube, das ganze Geschehen hat es ein bisschen angefangen, so, wo der Kevin diesen einen Ball einfach nicht von hinten rausdrescht, sondern da versucht an der Eckfahne zu trippeln. Dann gibt es eine Ecke. Die Standardsituationen, die sind bei Bielefeld gefährlich, das wissen wir. Genauso, bevor das Tor passiert ist, Scheuch ist auch am Klos dran. Und dann geht er weg und lässt den Klos drehen. Und da entwickelt sich dann ein Zweikampf. Und dann kommt zur Ecke und dann kommt Gegentreffer. Darf uns nicht passieren. Aber ich glaube, dass wir dann trotzdem, zweite Halbzeit, wir sind rausgegangen, haben, glaube ich, in der 47. Minute einen Riesenschuss mit dem Dennis gehabt. Da muss er den Fuß hernehmen und nicht runter bis zu die Knie mit dem Kopf hin. Der Micha noch, aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht unsere Entwicklung hier in eine sehr, sehr gute Richtung. Ich meine, Bielefeld hat man ja auch gesehen dann nach der halben Stunde, dass sie sehr viel Potenzial haben, dass sie sehr stark sind. Ja, und ich glaube dann, wenn wir zum Schluss den Schuss vom Mast noch dazu zählen, dann war das letztendlich dann okay, weil wir es halt nicht geschafft haben nachzulegen und Bielefeld ist wieder zurückgekommen. Und daher, glaube ich, können beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden sein. Danke. Die Enttäuschung ist ein bisschen groß, weil wir haben uns viel vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Und ja, wir haben ja wieder nicht geschafft, das Spiel zu gewinnen. Aber gut, wir haben 1:1 gespielt und Bielefeld ist auch ein starker Gegner. Deswegen können wir damit leben. Ich denke, wir haben super angefangen, super halbe Stunde gespielt. Hätten vielleicht das 1:0 mitnehmen müssen in die Halbzeit, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Dann kriegst du ein blödes Standardtor. Müssen wir versuchen zu vermeiden und dann versuchen in der zweiten Halbzeit nachzulegen bzw. keins mehr zu kriegen, dann gewinnst du so ein Spiel. Gut, nach dem Spiel ist halt immer schwierig, die richtigen Worte zu finden. Man muss sich erstmal sagen lassen, das Spiel analysiert und dann schauen wir mal. Obwohl, also so schlecht haben wir gar nicht gespielt, aber gut, es ist ja das Quäntchen Glück, was gefehlt hat. Aber gut, das ist jetzt 1:1, können wir nicht mehr ändern. Und das Gute ist, am Samstag ist wieder das nächste Spiel und dann schauen wir mal. Ja, natürlich war es ein bisschen überraschend, aber es gibt nichts Schöneres, als hier empfangen zu werden vor so einer Kulisse. Mittwochabend. Ja, ich denke, wir sind gut reingekommen. Schade, dass es mit dem Dreier nicht geklappt hätte. Ich hätte es mir gewünscht. Aber ich denke, die Mannschaft und die Fans, die sind gut drauf. Und ich hoffe, dass es jetzt am Wochenende klappt. Ganz ehrlich, also ich freue mich mehr, wenn wir gewonnen haben und ich nicht getroffen habe. Weil das ist ja super rausgespielt vom Kevin. Aber gut, also ich mag mir mehr Gedanken jetzt über so Kleinigkeiten, Verletzungen, die ich jetzt habe, als das Tor. Weil ich habe das Gefühl, ich konnte der Mannschaft noch mehr helfen, obwohl ich habe bisher noch nicht das gezeigt, was ich mir vorgestellt habe vor der Saison. Aber gut, ich brauche nicht den Kopf hängen lassen und das würde ganz sicher kommen. Ich denke nicht, dass es jetzt richtungsweisend ist, aber es ist schon ziemlich wichtig, jetzt ein paar Punkte zu sammeln. Dann wird man sehen, wo der Weg lang geht. Und wenn du eine gute englische Woche hinlegst, bist du oben mit dabei und verlierst den Anschluss ans Mittelfeld nicht nach oben.
Und ich glaube, jetzt müssen wir einfach von Spiel zu Spiel schauen und gucken, dass wir jetzt am Wochenende 3 Punkte holen. Es ist ganz schwer nach dem Spiel zu sagen, aber ich denke, der Trainer wird die richtigen Worte finden. Und wir werden das Spiel analysieren, was wir besser gemacht haben oder was wir nicht gut gemacht haben. Und wir fahren nach Köln am Samstag, versuchen dort 3 Punkte zu holen.